lassen wir uns sehen, eine fertige Villa, die schon key ready, die schon fertig, die liegt in ganz guter Gegend, 10 Minuten Weg vom Guardamar-Strand, sehr gute Fläche, Dachterrasse, privates Pool und nur für 350.000 Euro. Hallo und willkommen zurück zu unserem YouTube-Kanal von Alicante Real Estate. Mein Name ist Alex und ich freue mich sehr, über dieses Video zu präsentieren und helfen mit dem Kauf, Verkauf und natürlich der Vermietung von Immobilien in unserer sehr schönen, sonnigen Costa Blanca Region. Jederzeit ist es schwieriger zu finden, ein key-ready Neubau, Haus, Villa, ein Objekt, eine Immobilie in unserer Region, weil normalerweise die Leute, die kaufen den Neubau bei Plan und es ist schwer, etwas Fertiges zu finden. Um diesen Fall, um diesem Video heute, wir präsentieren eine Neubau-Villa, die schon fertig ist. Nur Kleinigkeiten fehlen noch, aber sonst alles fast fertig. Die ist gebaut mit sehr guten Materialien und Qualitäten. Die Baukompanie hat ganz viel Erfahrung mit Bauen und die bauen schon viele Jahre, also die machen das ganz gut, die nutzen sehr gute Materialien. So, wir sind jetzt in Benihofar. Diese Gegend hier heißt Benimar, das ist ein bisschen hoher als Benihofar, nur 1,5 Kilometer von der Benihofar Dorf entfernt. Hier normalerweise meistens leben Leute, die Geld haben, die haben große Häuser mit privatem Schwimmbad, wie in diesem Fall. Und was mir echt gefällt von dieser Gegend, sie haben schon die ganze Infrastruktur fertig in dieser Gegend. Also vorher, das war ein leeres Grundstück. Um diesem Grundstück jetzt ist diese Villa angebaut und sie haben schon alles fertig. Sie haben einen Wasserpark hier, sie haben Häuser, die fertig schon sind. Benihofar ist ein Dorf, der ergrößert sich in letzter Zeit sehr viel, hat Einkaufsmöglichkeiten hier ganz in der Nähe. Ein großes Einkaufszentrum wird gebaut werden, also es ist schon fast fertig. Hier, sie haben alles und wir sind nur 10 Minuten von Guardamar-Strand entfernt bei Auto. Und lassen wir uns kurz diese Villa anzuschauen. Der Grundstück hat 220 Quadratmeter Fläche. Wir haben einen Pool, der hat 2,5 Meter per 5 Meter lange. Wir haben einen Autoeingang. In Zukunft gibt es auch eine Möglichkeit, ein motorisches Tor zu installieren, dann geht es automatisch auf. Und wie gesagt, der Haus hat ganz gute Qualitäten, Materialien. Die Fenster, die sind doppelt verglast, Schiebetüren. Sehen Sie das an, die sind sehr groß und sehr bequem von dem Wohnzimmer nach außen zu dieser Terrasse zu kommen. Wir haben noch eine Tür hier, die geht von der Hauptschlafzimmer nach außen, nach die Terrasse auch und der Haupteingang. Und hier haben wir eine Treppe, die geht nach hoch. Diese Erdgeschoss und der erste Stockwerk sind getrennt. Also sie haben ein, theoretisch ein Gästewohnzimmer da oben mit einer riesigen großen Dachterrasse und eine Badewanne. So, wir haben hier eine außende Dusche. Weiter ein Abstellraum, der hat die Waschmaschine, den Trockner und einen Wasserboiler mit Aerothermie, eine moderne Wasserboiler und Motor und der Filter von dem Schwimmbad. Der Trockner ist nicht inklusiv in der Preis, aber die Waschmaschine kommt dabei und der Boiler natürlich auch. Also wir können jetzt runtergehen. Das ist eine unabhängige Villa. Wir haben Fenster überall, schauen Sie das an. Die sind ganz gut isoliert von kalt, heiß, von der Temperatur, auch so von laut. Fenster überall, Fenster der zu die Küche geht, zu die Wohnzimmer, noch ein Fenster hier. Alles das kostet viel Geld, um ein Haus so viel Fenster anzubauen, das ist sehr teuer. Also die Materialien, wie gesagt, die haben viel investiert. Hier noch ein extra Fenster für Licht, die geht zu die Wohnzimmer. Und jetzt, Freunde, lassen wir uns erstmal der erste Hauptstockwerk
Und wie versprochen, die besten Materialien hier, ganz gute Sicherheitstür, die Fenster, Licht. Sie haben zentralisiert Klimaanlage, sie haben Bodenheizung in jedem Bad. Sie haben 3 Bäder hier und jeder hat Bodenheizung. Elektrische Rollade sind installiert in jedem Schlafzimmer und auch so die Wohnzimmer, überall. Also echt ganz gute Materialien. Fliese sieht sehr reich an. Komplette Küche, die elektrischen Geräte sind schon dabei ins Preis. Und ja, das ist die Wohnzimmer. Wie gesagt, sehr breit mit vielen Fenstern. Schauen Sie das an. Wir haben sehr viel Licht hier, genug Platz für Essbereich, Sofa, TV. Sie können direkt außen gehen zu Ihrem Pool. Und ja, der Plan ist sehr gut gemacht auch. Weiter haben Sie, wir haben ein Bad, der ist groß genug. Alle Badezimmer, die sind groß. Die sind plus minus 4 Quadratmeter Fläche. Die haben alles schon angebaut. Duschkabine. Was mir sehr viel gefällt, dass die haben die Zisterne innen in die Wand. Das ist modern und schön. Auch so die Fliesen. Alles sieht super aus. Hier haben wir noch ein Schlafzimmer mit großen, riesigen Einbauschränken. Schauen Sie diese Einbauschränke an. Die sind bei dem ganzen Band. Klimaanlage ist zentralisiert in allen Schlafzimmern. Ganz gutes Fensterpaket. Und dann am letzten haben wir diese große Hauptschlafzimmer. Ein bisschen Sachen, Bauensachen liegen hier. Es ist noch nicht komplett fertig. Noch ein Bad, der hat eine Schiebetür, um Platz zu sparen. Sehr bequem und ja, das gefällt mir. Wir haben 2 Spülen in diesem Bad. Wie gesagt, die Zisterne ist drin, hier für die Sachen. Also ist alles sehr, sehr gut gemacht mit Qualität. Und wie gesagt, wie versprochen, dieser Ausgang zum Schwimmbad. Schauen Sie diese Anbauschränke an. Die sind ganz groß. So, und erstmal möchte ich etwas sagen. Diese Wand hier sieht nicht so schön aus wegen dieser Erde. Ja, aber ich habe mit der Baumeister geredet und er hat gesagt, dass es gibt eine Möglichkeit, so wie, genau wie der Nachbar, eine Wand anzubauen, dann ästhetisch wird es besser sehen. Das kostet ca. 1.500, 2.000 Euro, um diese Wand zu decken. Wir gehen weiter. Hier ist der Eingang zu dem dritten Schlafzimmer. Wie immer mit Einbauschränke, elektrische Rollade, ganz große Schiebetür, die zur riesigen Dachterrasse geht. Hier noch ein Bad mit 2 Spülen. Groß, die sind alle gleiche Fläche groß. Die Bäder sind sehr, sehr gut und schön gemacht mit sehr gutem Licht. Die gefällt mir sehr viel. Und ich will auch sagen, dass die ganze Lichtpaket ist dabei, aber nur in die Wände. Nicht die Licht, der hängt. Aber alle Licht, das in die in die Wände ist, ist schon inklusiv ins Preis. So, schauen Sie diese große Dachterrasse an. Ist groß genug, um hier eine Sommerküche anzubauen, mit noch ein Spüle, ja, eine Markise, was Sie möchten. Sie haben immer Sonne hier und natürlich ein ganz schönes Blick, der zu Vega Baja geht, zu die Berge von Orihuela und alle Dörfer von Vega Baja. Ist sehr schön. Und ich möchte noch ein Ding sagen. Diese Wand von diesem Nachbar hier ist mehr als 2 Meter groß. Machen Sie sich keine Sorge wegen der Privatsphäre, weil von dieser Seite von der Nachbarschaft niemand kann gucken, was Sie in Ihrem Pool oder Ihrer Terrasse machen. Also diese Wand ist groß genug. So, lassen Sie nicht diese Chance wegzulaufen. Das ist sehr gutes Angebot. Key ready, also alles ist fertig. Lage ist top. Gute Qualität, diese große Dachterrasse. Privates Schwimmbad, ein Eingang für Auto. Gegend ist super. Sie haben Benninghofer, alle Einkaufsmöglichkeiten, Bars, Restaurants, alles in der Nähe.
der Guardamar, Strand von Guardamar, das ist eine von den besten Stränden, die wir haben in unserer Region, ist auch 10 Minuten weg mit Auto. Das ist eine sehr gute Option für eine Familie, um das selber zu benutzen oder zu vermieten das mit unserem erfolgreichen Service Alicante Holiday, mit welchem Sie können diese Objekt kaufen, für selber zu benutzen und auch so zu vermieten und haben einen Profit von 7, 8 plus 10, ab zu 10% Profit im Jahr, wenn Sie dieses Haus mit uns vermieten. Teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden und Bekannten. Wenn Sie weitere Fragen wegen dieser Immobilie haben, rufen Sie mich bitte an, schreiben Sie mir eine Nachricht, ich bin immer erreichbar und ich sehe euch nächstes Mal in unserem YouTube-Kanal von Alicante Real Estate. Alles Gute, ciao!